Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereni aus dem wunderschönen Linz und heute wieder flügge geworden. Die Quarantäne ist beendet und ich möchte mich nochmal herzlich bei allen bedanken für die Genesungswünsche und für das Nachfragen. Wie gesagt, ich hatte einen sehr milden Verlauf. Ich habe ja auch so meine Tipps aus der Quarantäne beim letzten Mal so gesagt. Und wie du siehst, bin ich heute im prächtigen Weinviertel und flaniere so etwas durch die Weinberge. Warum mache ich das? Ich habe immer schon gesagt, die Natur ist ein toller Ort, um sich zu erden, um klar zu werden, um alles in Perspektive zu rücken, um zu sich zu kommen. Und nach den 10 Tagen Quarantäne gibt es da für mich keinen schöneren Ort, als etwas herumzuspazieren. Und man kann den Frühling genießen. Was passiert denn eigentlich energetisch in der Natur? Man kann sich vorstellen, dass das Resonanzfeld, also dass dein Energiefeld, eigentlich entschleunigt wird. Wenn du in der Stadt bist, kannst du dir das bildlich jetzt vorstellen, wenn du auf den Straßen gehst, auf den Beton gehst, dann kannst du dir vorstellen, dass die Energie gebündelt wird, dass die hochschwingt. Alleine schon, weil mehrere Menschen auf einem Ort sind, geht das Feld permanent in Resonanz. Wenn du vorm Computer sitzt oder am Smartphone sitzt, dann schwingt sich dein Feld hoch. Das heißt, es entsteht eigentlich unbewusst eine Anspannung, in der du andauernd unterwegs bist. Wenn du jetzt hier in der Weite bist, kriegst du selber schon mehr Platz, mehr Raum, dein Energiefeld entspannt sich und tankt auf. Und in dieser Entspannung findet dann das Erden statt. Das heißt, die Energie geht, je höher sie schwingt, eher in den Kopf rauf. Und wenn man runterkommt, fließt sie energetisch gesehen eher ab. Und so kannst du dir eben diesen Prozess vorstellen. Das heißt, in der Stadt schwingt die Energie automatisch hoch. Vor elektrischen Geräten schwingt die Energie, schwingt das Feld gestresster, es ist mehr Kopfenergie da. Und hier ist man mehr an der Basis. Hier ist man eben im Rhythmus der Natur. Ich habe vor 2 Wochen ja das Video gemacht in der Baumschule Brillinger, wo diese Frühlingsgefühle alle aufgetaucht sind, wo alles wächst und neu beginnt und sich neu formiert. Und heute bin ich eben in der freien Natur und genieße so diese Frühlingsgefühle. Und die Natur hat einen eigenen Rhythmus, hat eine eigene Schönheit, auch wenn da jetzt noch nicht die große Blütezeit ist, hier zumindest, dann muss man trotzdem sagen, es entschleunigt und das Feld kommt runter. Und diese Entschleunigung, diese Erdung ist eigentlich auch der beste Schutz für dein Energiefeld. Der beste Schutz vor Manipulationsfeldern, vor Stress, vor Unruhe, vor irgendwelchen Ängsten, die sich vielleicht etablieren können bei dir. Deshalb rausgehen ist natürlich der beste Therapeut. Das wär's für diese Woche. Und wenn du mal energetisch mehr machen möchtest oder mehr erfahren möchtest, dann schau mal auf meine Homepage, buch dir eine Sitzung oder mach mal einen Workshop mit, würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns demnächst wieder hier auf YouTube. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, teile das Video und wenn das Video jetzt fertig ist, ist eh nur ein kurzer Film, dann raus mit dir in die Natur und genieße es. Alles Gute! Bis nächstes Mal, dein Oliver Ereni. Tschüss.